Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar habe ich heute wieder eine ganz tolle Sache, und zwar so einen Lautsprecher, der funktioniert per Bluetooth, aber auch per AUX-Eingang. Außerdem ist es eine Powerbank fürs Smartphone oder für andere elektronische Geräte. Ja, und das Topping obendrauf, man hat auch hier noch so eine kleine Solarfläche, und der Hersteller verspricht, dass man also, wenn man 10 Minuten das Ding in der direkten Sonne hat, dass man noch 30 Minuten Spielzeit hat. Ja, wie das Ganze funktioniert, was alles dabei ist und wie die ganzen Knöpfe funktionieren, das erkläre ich euch nach meinem kurzen Intro. Bis dann. Ja, so sieht das ganze Teil hier aus. Ich würde sagen, wir steigen ein und ich erkläre mal ein bisschen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Hier oben haben wir praktisch diese Solarpanel, und dann haben wir hier so eine komplette gummierte Außenhülle drum. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass man die auch abnehmen kann, aber mir gefällt das Ganze eigentlich ganz gut so. Hier an der Seite hat man, wie gesagt, diese Schlaufe für den Karabinerhaken. Das kann man aber auch irgendwo anders da festmachen. Logisch, wenn man einen Haken hat in der Dusche oder sonst irgendwas. Es ist ja nur Spritzwasser geschützt, also Regenwasser geschützt. Und man hat auch noch Klettbänder, die kann man außenrum machen. Und da kann man das Ganze sich an den Fahrradrahmen oder sonstige Rahmen befestigen. Hier auf der Seite haben wir dann hier so eine Gummiöffnung. Ja, was gibt es hier? Es gibt einmal USB, dann gibt es hier diesen Mini-USB oder Micro-USB ist es, glaube ich, vertue mich da immer. Und dann haben wir hier eine normale Klinke für AUX, also man kann auch das Smartphone dann per Kabel verbinden und braucht nicht unbedingt Bluetooth. Was wir hier vorne haben, na, andere Seite hier, ist die komplette Steuereinheit. Und zwar haben wir hier jetzt zum Beispiel, das sieht man jetzt hoffentlich auch ein wenig, ein blau blinkendes Licht. Und das heißt, dass der Akku voll geladen ist. Es gibt gewisse Abstufungen, und wenn das ganze Ding unter 10% ist, dann kommt auch noch ein Piepen, ich glaube im Abstand von 30 Sekunden, einer Minute. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber so in etwa, das nervt ziemlich, da muss man aufladen, da bringt auch das Solarpanel nichts. Hier haben wir nochmal den Zustand, dass gerade auch geladen wird. Wenn das Solarpanel offen gegen Sonne oder auch gegen Helligkeit gerichtet ist, ist hier dann, wie gesagt, grün. Hier haben wir die Möglichkeit, jetzt mache ich mal etwas lauter, damit man das auch mit Musik schön sieht. Wenn ich jetzt hier, jetzt hört die Musik wahrscheinlich gerade auf. So, dann machen wir es nochmal. Also, wenn ich jetzt hier lange drauf drücke, wird das Ganze leiser. Und wenn ich hier drauf bleibe, wird das Ganze lauter. Also, das ist praktisch dieses Drücken von diesem Plus und Minus. Und wenn ich mich jetzt in der Bibliothek befinde und drücke hier einmal Plus, wechselt er zum nächsten Lied. Das passiert jetzt vielleicht auch bei YouTube. Vielen Dank nochmal an M4 Beats. Die haben nämlich die ganze Musik hier zur Verfügung gestellt. Die benutze ich sehr häufig. Unten in der Videobeschreibung einfach mal gucken. Die machen richtig tolle Beats. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch eine Taschenlampe. Und zwar weiß ich gar nicht, ob man das jetzt sieht. Wenn ich hier zweimal drücke, geht so ein kleines Lämpchen an. Da wurde jetzt auch in den Produktbildern gesagt, dass man hier ein Zelt erleuchten kann. Also es ist nicht wirklich. Es ist eine Notfall. Lampe, wenn man mal irgendwie am Strand seinen Schlüssel verloren hat oder irgendwas, kann man das benutzen. Und wenn man dann noch einmal, na, wie war das, 1, 2 und dann noch einmal, dann fängt so ein Blinken an. Das ist so eine SOS-Leuchte. Also ich denke mal, da ist man auch verloren, wenn man diese hier anmacht. Einfach draufdrücken und dann geht das ganze Ding irgendwann wieder aus. Genau, jetzt ist es soweit. Hier unten ist noch ein kleiner Mikrofon-Eingang. Das ganze Ding, ja, ist jetzt nicht gerade die Wucht zum Thema Sprachqualität, aber man kann das zwischenzeitlich, wenn man Musik hört und es kommt ein Telefonanruf rein, kann man das auch hier benutzen. Die sind ja alle in einem Preissegment von, sage ich mal, unter 60 Euro, recht bescheiden mit diesen ganzen Dingern. Was ich ganz toll finde, dass es sich automatisch mit dem Smartphone verbindet. Also man muss das nur einmal koppeln. Ich mache das jetzt mal kurz aus. So, das ist praktisch der On- und Off-Knopf. Und wenn man das ganze Ding ausmacht, ist das mit meinem Smartphone wieder entkoppelt. Jetzt drücke ich da mal wieder drauf. Das dauert so, ja,
Na, jetzt bin ich nicht richtig. So. Diese Gummischutzhülle, die klemmt manchmal ein bisschen. Das ist der Nachteil, jetzt piepst. Das heißt, ich bin sofort wieder mit meinem Smartphone verbunden. Wenn ich jetzt hier wieder auf Play drücken würde, ja, hört man, mache ich mal ein bisschen lauter. Ist also auch wieder drin. Ja, das war es jetzt zu dem ganzen Gehäuse. Und es hat auch hier unten so ein paar Standfüße, dass man es hinstellen kann. Soweit habe ich alles erklärt. Jetzt gucken wir uns noch mal zum Schluss die ganzen Sachen an, die mit dabei sind. Jetzt stellen wir es mal auf die Seite, da kann es laden. Ich finde, das ist eine Sache, die kann man sich zum Schluss noch mal antun bei einem Video, wenn man es sowieso eventuell in Betracht zieht zu kaufen. Ja, das ist so eine übliche Schachtel. Komm raus, die sich unheimlich schlecht öffnen lässt. Und was haben wir hier noch? Wir haben eine Bedienungsanleitung. Die ist auch hier auf guter deutscher Übersetzung. Da kann man sich noch mal alles nachlesen. Ich gehe jetzt auch nicht näher auf die ganzen Sachen ein, wie viel Milliampere-Stunden hat das Ganze. Das kann man sich einfach in der Produktbeschreibung durchlesen. Das ist jetzt einfach überflüssig bei dem Video, weil ich ja einfach nur mal das Ding in live zeigen will. Das sind diese Bänder, die sind schon ordentlich lang. Ja, das kann man sich an irgendwas dran machen, wo man möchte. Dann hat man, wie gesagt, was ich als gute Beigabe finde, hier so ein AUX-Kabel, also so ein 3,5 Klinke. Und wir haben einmal USB auf Micro-USB, das war's. Und mit dem kann man es halt so machen, dass man entweder das ganze Ding lädt, das heißt, das hier in die Powerbank oder in den Bluetooth-Lautsprecher rein und das hier an einen Adapter oder an eine andere Powerbank, dann lädt das ganze Ding. Und wenn ich es umgekehrt mache, dass ich das hier in die Powerbank rein tue und schließe hier mein Smartphone an, natürlich kann ich auch, wenn ich ein anderes Kabel nehme, auch hier einen Lightning-Stecker oder sonst irgendwas anschließen, Micro-USB-C und dann lade ich mein Smartphone damit auf. Ja, mehr kann ich im Moment noch nicht zu diesem Teil sagen. Es ist vom Preis her und von der Leistung her, ich habe es jetzt die ersten Tage benutzt, ein richtig schickes Teil. Es trägt nicht großartig auf, auch wenn man es am Rucksack hat, ist es einigermaßen erträglich. Ja, und es macht für den Preis eine gute Musik. Natürlich darf man hier keine JBL oder Bose Qualität in Sachen Bass erwarten, aber ich glaube, das versteht sich von selbst, wenn man hier auch den Preis im Hinterkopf behält. Ich verlinke das ganze Ding nochmal unten in der Beschreibung. Da könnt ihr noch mal gucken, ob das was für euch ist. Und dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video über diesen Lautsprecher, über diesen Bluetooth-Lautsprecher EST61 gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und auch über neue Abonnenten. Dann sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.